Regional und saisonal soll es sein. Das ist ja auch eines unserer Leitsprüche. Darauf achten wir besonders bei unserer Ernährung. Aber was ist denn Regionalität eigentlich? Wo kommt es her? Worauf ist da zu achten? Was macht es denn überhaupt aus? Und genau darum geht es heute. Wir sprechen über Regionalität bei Obst und Gemüse und haben da einen ganz tollen Podcast-Partner dabei, Carlos Steidl. Er ist Einkäufer in der Foodbranche und arbeitet bei Knusper. Kennen ja einige von euch vielleicht schon von uns. Wir sind große Fans und ich freue mich, dass du heute unser Podcast-Partner bist, Carlos. Wie wäre es, wenn du dich einfach einmal selbst vorstellst? Zuerst einmal vielen, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier auch zu sprechen. Mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Carlos Steidl, bin verantworte den Einkauf für Obst und Gemüse für Knusper. Also jetzt nicht nur für Deutschland, sondern für Österreich auch. Mhm. Und bin seit mittlerweile 28 Jahren in der Lebensmittelbranche unterwegs. Oh, wow. Ich habe deine Stimme viel jünger eingeschätzt. Dankeschön. 28 Jahre, das spricht ja einiges für sich. Da hast du auf jeden Fall schon einiges mitgemacht, einiges mitbekommen und auch irgendwie so diesen Foodwandel mitbekommen. So ist es. Einige Trends auch mitbekommen, mitgemacht. Und natürlich auch, wenn wir jetzt bei der Regionalität bleiben, ist dann ein sehr großer Fokus immer mehr, trotz Globalisierung, sich da einen großen Punkt rauszuholen, beziehungsweise die Wichtigkeit hier rauszustreichen. Wie würdest du denn jetzt Regionalität bei Obst und Gemüse definieren? Ich finde, da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Ist es irgendwie, dass alles nur aus dem eigenen Land kommen soll, aus Europa oder nur aus den Nachbarländern? Es gibt aber auch so Restaurants, die sagen, hey, alles nur aus dem Umkreis von 100 Kilometern. Wo ziehst du da hier die Grenze? Du selbst persönlich? Das so, also persönlich, und das widerspiegelt eigentlich auch unsere Philosophie und Strategie bei Knusper, dass dann die regionalen Betriebe auch im Umkreis, wie du es erwähnt hast, von 100 Kilometer von unseren Standorten auch sind. Ja, unser Standort in dem Fall Schönefeld bei Berlin, da sprechen wir natürlich von Brandenburg, Bischofsheim bei Frankfurt und dann Garching bei München. Und natürlich auch in Österreich und auch in Wien, aber in dem Fall unsere Partnerbetriebe wirklich im Umkreis und sie werden auch lokal in dem Fall auch betreut. Danach und so, was auch später darum geht, ist es geht uns auf die Frische. Ja, natürlich müssen wir im außerhalb der Saison, weil mit der Regionalität kommt die Saisonalität Hand in Hand und müssen auch dementsprechend auch schauen. Und es gibt nicht immer alles in unserer Saison lokal, regional in dem Fall verfügbar. Somit müssen wir selbstverständlich dann im Herbst, Winter von auswärts dementsprechend auch einkaufen, um da die Verfügbarkeit für unsere Kunden auch zu gewährleisten. Aber unser Ansatz ist nach wie vor, sobald einer von unseren Landwirten, unseren Bauern ein Produkt, das jetzt bei Tomaten, Gurken, verschiedenes Obst anfängt, die Ernte anfängt, wird dem auf jeden Fall Priorität gegeben. Das, was wir aus dem nahen Umland quasi auch importieren, in dem Fall Spanien oder Italien, wird sofort dann ausgelistet. Und in der Saison führen wir dementsprechend auch 80% unserer Artikel kommen halt von wirklich regionalen Partnern aus unserer Umgebung. Vielleicht muss man jetzt auch einmal noch kurz auf Knusper eingehen, für die Zuhörer, die Knusper nicht kennen. Ihr seid ja ein Lieferservice für Lebensmittel und euch Correct. Gibt es ja nicht überall in Deutschland. Du hast ja jetzt schon die drei Standpunkte aufgezählt. Genau. Also es gibt uns noch erstmal in drei Standorte, München, Frankfurt und Berlin. Weitere sind natürlich im Laufe der nächsten Jahre auch programmiert. Und wir haben, wie du auch richtig gesagt, jetzt nicht nur Lebensmittel, sondern wir sind wirklich ein Vollsortiment, Online-Supermarkt. Ja, also wir sagen dann immer von A bis Apfel und Z wie Zahncreme führen wir alles, wobei wir auch ein sehr besonderen Augenmerkmal auf unser Sortiment quasi stellen. Das heißt, wir haben
Wenn man sich das vergleicht mit dem stationären Handel und das Sortiment wie eine große Pyramide dann sich vorstellen kann, gibt es eine große Basis mit Preiseinstiegsartikel, Basisartikel, dann hast du dann bis zu 50% so diese A-Brands, wie man sagt, ja, die altbewährten Marken und dann oben an der Spitze ein bisschen Bio und ein bisschen besondere Sachen. Wir haben dann, wie wir es nennen, die inverse Pyramide. Das heißt, es ist die Pyramide, die auf dem Kopf steht. Das heißt, eine kleine Spitze mit nur 10% Preiseinstieg und dann maximal bis zu 50% dieser A-Brands. Und alles, was oben drüber ist, also plus 50% unseres Sortiments, beziehen wir wirklich aus Partnerbetrieben aus der Region, kleine Manufakturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und so weiter, um da auch was Besonderes auch reinbringen. Natürlich auch sind auch sehr Besonderheiten dabei, ja, wie zum Beispiel das Sortiment von Marks & Spencer aus England oder die sonnengereifte, eingelegte Tomate aus dem Vesuv im besonderen Olivenöl aus Italien, so dass man dann dementsprechend ein komplexes quasi Sortiment oder Angebot kriegen kann. Und da natürlich fallen unsere regionalen Betriebe, unsere Partner, in dem Fall Landwirte, geben sie einen großen Wert dazu. Warum sollte man denn so viel Wert auf Regionalität legen? Gibt es da irgendwie so einen bestimmten Vorteil bei regionalem Obst und Gemüse? Ich meine, allgemein natürlich, Regionalität unterstützt man dann natürlich auch die Wirtschaft quasi in der Region. Und dafür dann haben wir auch unser besonderes Genussheldenprogramm, die wir mit unseren kleinen Landwirten und Partner dementsprechend auch noch teilen. Was ist das Genussheldenprogramm? Ja, das sind am Anfang unkomplizierte Verträge, 3 Seiten, einfach formuliert, auch ohne Anwalt zu verstehen, auch verkürztes Zahlungsziel, dann Bereitstellung von Marketingmaßnahmen, Unterstützung und maßgeschneiderte Erntepläne, in dem Fall bei Obst und Gemüse, machen wir dementsprechend auch. Aber der große Vorteil natürlich ist die Frische. Ist die Frische, die wir auch so wirklich gewährleisten können. Dadurch, dass wir jetzt wirklich nur zentral pro Standort ein großes Kommissionierlager haben, wird dann in der Früh geerntet. Wir holen es selber ab, wenn es nötig ist, und fast innerhalb von 7 Stunden, natürlich ist das ein sehr verkürztes Zeitfenster, kann es auch bei unserem Kunden zu Hause auch sein. Das heißt, es geht nicht zu einem Zentrallager, dann zu einem Distributionslager, dann wird das nicht auf verschiedene Filialen ausgeteilt und so weiter, sondern wirklich auf kürzesten Weg zu uns, was natürlich auch in dem Fall Klimavorteil bringt, weniger CO2-Ausstoß und so weiter, aber Hauptsache, das Hauptaugenmerk liegt selbstverständlich auf die Frische. Ja, und ich glaube, da kommt man auch definitiv zum Punkt Nährstoffe, die ja dann auch noch viel mehr enthalten sind. Je frischer das Produkt, desto mehr Nährstoffe enthalten wir. Absolut. Ich persönlich bin ja auch der Meinung, unsere Natur denkt sich schon was auch bei den saisonalen Produkten, warum wir im Sommer sehr viel frisches Obst und Gemüse haben, im Sinne von viele Beeren, süßes Obst und so weiter, damit wir uns auf den Winter wappnen sozusagen. Und im Winter haben wir wiederum Produkte, regionale Produkte, die reich an Vitamin C sind, damit wir unser Immunsystem auf Vordermann bringen oder unterstützen können. Von daher macht das ja auch in dem Sinne absolut Sinn. Es ist ja, Fun Fact, eigentlich gar nicht so gut im Winter viel exotisches Obst zu essen, weil es eben so viel Fruchtzucker enthält. Und wenn wir es das ganze Jahr über essen, bringt uns der Winterspeck im Sommer auch nichts mehr. Ja, da gebe ich dir recht. Und wir versuchen das auf der einen Seite auch ein bisschen, es klingt immer ein bisschen arrogant, aber unsere Kunden auch dementsprechend dahin zu auch zu erziehen. Ja, bei uns zum Beispiel gibt es auch keine Erdbeeren im Winter. Ja. Ja, weil es gibt es auch keine, ja. Ich feiere das voll. Der erste Moment ist so, verdammt, es gibt keine Erdbeeren. Und dann so, ja, aber richtig so. Richtig, dass es keine Erdbeeren gibt. Es gibt nämlich aktuell auch gar keine Erdbeeren hier. Und eben da, wo wir die Saison auch so richtig zelebrieren, so wie es mit den Erdbeeren ist, so das Gleiche ist mit den Spargeln. Ja. Wir haben auch im Winter auch keinen Spargel, sondern warten immer, bis die Saison anfängt, damit wir auch diese auch gemeinsam auch die Jahreszeit noch zelebrieren können und dementsprechend auch, wie du auch gesagt hast, die Natur hat sich auch da was dabei gedacht. Ne?
Ja, total. Was würdest du jetzt denn sagen, was sind denn so die Merkmale von qualitativ hochwertigem regionalen Obst und Gemüse? Weil an sich gibt es ja auch ehrlicherweise, oder? Auch schlechtes regionales Obst und Gemüse. Ich meine, wenn das bespritzt wird mit allen möglichen Sachen, dann ist es eigentlich auch egal. Genauso wie es bei Bio, wenn Bio jetzt irgendwie vom anderen Ende der Welt kommt, ja, dann weiß ich auch nicht so recht, ob das jetzt das Richtige ist. Gibt es da irgendwas, wonach ihr euch richtet oder wonach man sich auch als Konsument richten kann? Also du hast recht, ja. Also regional ist nicht unbedingt eben, nur weil regional draufsteht, gleich das Beste. Aber da muss ich sagen, da suchen wir uns sehr wohl unsere Partner aus. Ja, es geht nicht um diese extensive Landwirtschaft, ja, wo du die Hektar weit große Monokulturen hast, die dann natürlich sehr wohl sehr gespritzt werden müssen und behandelt werden müssen und so weiter. Ja, wir suchen uns die Partner dementsprechend so aus, die dann wirklich diese intensive Kulturen auch benutzen. Auch wenn unsere Partner nicht alle biozertifiziert sind, benutzen die zum Beispiel zur Schädlingsbekämpfung kleine Nützlinge, die helfen. Oder eine sehr, ich sag mal, kreative Anbauweise und teilweise auch zurück in die alte Anbauweise, wo die Fruchtfolge dementsprechend immer geändert werden muss, um den Boden zu schonen und so weiter. Also da schauen wir sehr genau drauf, wer sind denn unsere Partner? Wir besuchen sie auch, also bevor wir irgendeinen Artikel listen, besuchen wir auch unsere Partner, erklären uns natürlich gegenseitig, weil Online-Supermarkt für einen, sagen wir mal, für einen Bauern ist halt nicht unbedingt gerade mal selbstverständlich, aber da schauen wir sehr, sehr, sehr genau drauf. Ja, und in dem Sinne auch geht es halt auch um die Frische. Ja, wenn natürlich, du kannst den Artikel totspritzen, aber da schauen wir drauf, dass es halt eben nicht ist. Und du weißt ja, sobald ein Produkt geerntet wird, sei es jetzt Obst oder Gemüse, beginnt ja automatisch und schnell der Zerfallprozess. Ja, die ganzen Vitamine gehen dann mit der Zeit verloren und natürlich auch der Geschmack und die Optik. Ja, ja. Also das ist uns dann sehr wichtig und deswegen haben wir auch sehr kurze Lieferwege, sehr intensiv. Wir kriegen dann fast jeden Tag frisches Obst und Gemüse geliefert, was dann dementsprechend dann sofort zum Kunden gebracht wird. Ihr rühmt euch ja auch so ein bisschen mit dem Namen Knusper, Supermarkt und Hofladen in einem. Aber wie macht ihr das denn jetzt, dass ihr eben so eine große Auswahl an exotischen Früchten auch habt, wenn ihr eben so großen Wert auf die Regionalität legt? Ja, ich weiß, das klingt zuerst als Widerspruch, aber auf der anderen Seite wollen wir auch was Besonderes anbieten. Ja, und da ist, wo wir auch den Geschmack und den Genuss auch feiern. Ja, also Leute sollen auch, unsere Kunden sollen auch verschiedene Sachen auch probieren und auch wirklich kennenlernen, was auf der anderen Seite der Welt auch passiert. Aber auch da, auch wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben halt sehr viele tropische Früchte auch im Angebot, was wir durch unsere Zentrallage eigentlich die Möglichkeit auch überhaupt gibt, überhaupt sowas zu importieren beziehungsweise auch anbieten zu können, wie zum Beispiel Kakaofrucht oder verschiedene Passionsfrüchte, die es im stationären Handel eigentlich nicht zu finden sind. Aber somit bringen wir das den Kunden nahe, erklären das auch, was man damit machen kann, wie man das machen kann. Und es ist auch nicht so, dass wir Unmengen dann importieren oder beziehungsweise einfliegen lassen und dann wieder wegschmeißen, sondern da haben wir auch ein besonderes Bestellsystem, was wir, wenn wir jetzt auch bei Regionalität bleiben, wo wir es quasi alles besonders machen wollen, auch was da unser Lebensmittelabfall betrifft, auch gut unter Kontrolle haben. Weil wir bestellen nur das, was wir wirklich brauchen. Ja, der Kunde kann eigentlich nur das kaufen, was wir im Online-Shop haben, aber da unser besonderes Bestellsystem weiß jetzt nicht nur, was wir in der letzten Woche gekauft haben, sondern gibt die Prognosen hinein, was unser Marketing gibt, angibt, was wir in den jeweiligen Tag, also tagesgenau, mit einberechnet und in modernen Zeiten, die KI lernt dann auch mit vom Kaufverhalten der Kunde. Das heißt, der weiß genau, an welchen Tagen werden welche Artikel am meisten gekauft oder am wenigsten gekauft, passt sich dann dementsprechend der Bestellvorgang dementsprechend aus. Aber wie gesagt, es geht um dieses Besondere, ja, um wie gesagt diese 50% von besonderen Artikeln, wo wir doch diesen Genuss und diesen Geschmack aus anderen Ländern auch näher bringen wollen.
Ich bin ja auch tatsächlich der Konsument, der dann immer so eine exotische Sache noch mit in den Warenkorb legt. Weil ich mir denke, und das klingt ja interessant, Zitronengurke, ja, die probieren wir jetzt mal. So, die nehme ich jetzt mal, da möchte ich jetzt wissen, wie du schmeckt. Und ich habe, man musste auch wirklich mal das auch in die Suche eingeben, da kommen echt richtig fancy Sachen bei raus. Und ich sage, und dann immer so pro Bestellung nehme ich dann immer so eine Sache noch mit, dass ich halt auch ein bisschen meine Geschmacksknospen erweitern kann und im Grunde genommen auch einfach was dabei lerne. So, was gibt's in anderen Ländern überhaupt? Wenn ich mich nicht täusche, gab's auch mal Mangostin. Ich weiß nicht, ob's die, beste, was es gibt. Habe ich aber in Thailand das erste Mal gegessen. Und das ist wirklich die Frucht der Königin, wird's, glaube ich, genannt, oder die Königin. Also echt ganz spannend. Du hast es ja jetzt eh schon ein bisschen angeschnitten gehabt. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, wie es es schafft, denn diese ganze Bandbreite und Vielfalt abzudecken und trotzdem noch diese mit kleinen Landwirten zusammenzuarbeiten. Funktioniert das jetzt zum einen, weil ihr einfach ein System habt? Du hast jetzt auch die KI angesprochen. Habt ihr da so wirklich einfach eine Struktur geschaffen, dass das reibungslos und so optimal wie möglich funktioniert? Oder ich habe immer meistens das Gefühl, Na, bitte. Ich habe nicht meistens das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel in einen normalen Supermarkt gehe, dass halt genau diese regionalen Produkte von kleinen Landwirten eher liegen bleiben als der Rest. Und jetzt habt ihr eigentlich auch eine große Bandbreite an kleinen Landwirten, mit denen ihr zusammenarbeitet. Und das funktioniert ja offensichtlich. Das funktioniert. Und ich muss auch fairerweise sagen, wir haben einen großen Vorteil dem stationären Handel gegenüber. Ja, der stationäre Handel ist ja natürlich mit ihren Regalen, die sie dann zur Verfügung stellen für die Artikel und natürlich zur Kundenauswahl, sehr limitiert. Mhm. Ja, während wir in unserem Kommissionierlager können wir unseren Platz an die jeweiligen Gegebenheiten, Volumen, Artikel und so weiter auch anpassen. Ja, zum Beispiel, wir wissen, okay, die Kakaofrucht in dem Fall, wenn wir es wieder angesprochen haben, das Exotische, wird nicht so oft gekauft wie zum Beispiel eine Salatgurke. Ja, somit dementsprechend nimmt ihr auch ein bisschen weniger Platz im Regal aus. Und das gibt uns in dem Fall die Flexibilität, auch vieles, wie du gesagt hast, auch in die Breite zu gehen. Und vieles auch anzubieten. Und in die Tiefe ist natürlich nicht nur vom System aus her, sondern weil wir auch sehr viel mit kleinen Lieferanten auch arbeiten, Landwirte. Das ist aber auch ein Teil unserer Philosophie. Unsere Philosophie und Vision, hier die ursprüngliche Landwirtschaft, Geschmack, Genuss dementsprechend auch näher zu bringen. Und das hilft uns halt in der Zusammenarbeit halt eben mit den Kleinbetrieben, unseren, wie wir dementsprechend uns aufgesetzt sind. Und das wiederum bringt uns dann eben diese Flexibilität, wie er angesprochen hat, im Gegensatz zum stationären Handel, wirklich die, möchte ich sagen, Rosinen picken, aber dementsprechend auch viele Sachen neu auch auszuprobieren. Ja, weil du gesagt hast, die Zitronengurke. Zitronengurke ist eigentlich regional. Nur wir ermutigen dementsprechend auch unsere Partnerbetriebe, ja, weil dadurch, dass wir auch Kleinstmengen annehmen können, beziehungsweise auch online stellen können, ist dann meine Standardfrage immer beim Erstbesuch auch, was ist denn ein Artikel, den du immer schon probieren wolltest, aber noch nie einen Absatzkanal hattest? Weil es halt einfach von dem Ertrag oder so weiter dementsprechend nicht wirtschaftlich ist und es auch keiner abnehmen würde. Ja, und so kriegen wir diese ganzen Besonderheiten rein, ja, Zitronengurke oder weiße Auberginen oder lila Chinakohl oder verschiedene andere Sachen, die eigentlich so alte Sorten auch beinhaltet. Und dann bringen wir und die zeigen auch unseren Kunden, was es eigentlich auch früher gab. Ja, und auch verschiedenste Sorten. Dann wären wir zwar bei einer Nische, bei unseren Tomaten zum Beispiel. Wenn ich sage, wir haben 30 verschiedene Tomaten, ist jetzt nicht die Cocktailtomate in verschiedenen Größen, also Verpackungsformen, sondern wirklich 30 unterschiedliche Tomatensorten. Mhm. Und jede einzelne Tomate schmeckt auch unterschiedlich. Und das bringen wir wieder bei. Das ist diese Nähe zum Geschmack, zum Genuss versuchen wir auch unseren Kunden weiter zu vermitteln. Ja, macht ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Vor allem, das muss man auch mal dazu sagen, ich persönlich schaffe es ja bei mir jetzt im Umfeld hauptsächlich regional einzukaufen, wenn ich auf den Wochenmarkt gehe. Also da bekomme ich dann wirklich was, aber der ist halt einmal in der Woche. So, und dann habe ich Knusper stattdessen, da kann ich ganz entspannt von zu Hause aus einkaufen und das ist teilweise innerhalb von 3 Stunden da. So, ich bin total unabhängig davon. Ich liebe das einfach. Finde auch die Philosophie einfach sehr, sehr cool. Ich bin, glaube ich, auch seit Stunde 1 kaufen Feli und ich bei Knusper ein, weil wir es einfach insgesamt ziemlich genial finden. Freut mich sehr. So, jetzt würde ich mal zu guter Letzt noch an dich eine Frage. Was sind denn so deine Top 3 Lebensmittel, die auf keinem Speiseplan fehlen dürfen? Da ich Obst- und Gemüseeinkäufer bin, muss ich natürlich was Gesundes auch einbringen. Ja, also wir haben vor allem frischer Brokkoli von unserem regionalen Betrieben. Er schmeckt ganz anders, viel intensiver, als wenn er jetzt im Frühling, wenn es keine Saison mehr gibt, von irgendwo aus Spanien bzw. Italien importiert wird. Da greife ich dann auf jeden Fall hinzu. Und hast schon gehört, die Tomaten, ich muss gestehen, bin ein kleiner Tomatenfetischist, weil ich weiß, jede Charakteristik von jeder Tomate auch zu schätzen weiß. Ja, es gibt Tomaten für Suppe, es gibt Tomate für Soßen, für Salate oder einfach nur zum Snacken. Und jede einzelne hat besondere Qualität, besonderen Genuss und Säure, Süße, wie auch immer. Aber trotz Gemüse in meinem Herzen ist natürlich, mein Bauch ist ein Fleischesser. Ja, das geht aber auch Hand in Hand. Ja. Nein, aber auch da schauen wir sehr wohl, woher kommt denn jetzt unser Fleisch her? Auch da haben wir kleinere Betriebe und das ist uns sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, also wir gehen nicht auf diese großen Betriebe hinzu, sondern wirklich gezielt auf Kleines, weil wir auch unserem Kunden auch was Gesundes anbieten wollen. Ja, und das schmeckt man auch. Also ich finde auch nach wie vor, bei Fleisch sollte man ganz, ganz klar besonders drauf achten, wenn man da viel zu sehr verarscht wird. Also sei es im Supermarkt, diese Nummerierungen, wie oft ich meiner Mutter schon sagen musste, dass eins das Schlechteste ist und nicht das Beste. Ja, weil das ist, also da gibt's ja so viel, dann ist es ja wirklich irgendwie, da ist es wirklich die Rosine aus dem Supermarkt picken, wirklich mal hochwertiges, in Anführungszeichen, Fleisch zu finden. Deswegen gibt's das bei mir nur tatsächlich, wenn ich es dann auf dem Wochenmarkt kaufe. Oder halt eben bei euch, weil ihr halt eben auch einfach regionale Anbieter mit dabei habt. Zum Beispiel unsere Weihnachtsfeier bestellen wir immer bei euch Fleisch. Da eskalieren wir dann halt auch echt, muss man schon auch mal sagen. Da gönnen wir uns so richtig. Also das macht absolut Sinn. Und zu dem Thema Tomaten, wir waren mal in Österreich bei einem Event und dann hatten wir ein Tomatentasting. Ich glaube, wir haben 30 verschiedene Tomatensorten probiert nacheinander. Danach 30 verschiedene Zwiebelsorten, das war auch ziemlich geil. Ja. Das ist schon spannend, was es einfach für ganz, ganz viele verschiedene Sorten gibt und man am Ende des Tages, wenn man hier aufwächst, meistens nur eine Sorte kennt. Oder, Roma-Tomaten, Cocktail-Tomaten und die Rispentomate. So. Ja. Und das war's dann auch. Ja. Nein, aber freut mich wirklich sehr, dass du dann auch die Chance gehabt hast, dich durchzutesten bei den Tomaten. Und vor allem auch da kommt wieder dieser frische Aspekt drin, weil umso länger die Tomate, sagen wir mal, irgendwo herumliegt oder zum Beispiel fälschlicherweise auch im Kühlschrank aufbewahrt wird, verliert sie Aroma und Geschmack. Ja, und das ist dann auch unsere Stärke. Dadurch, dass es halt eben sehr schnell reinkommt, können wir auch diese unterschiedlichen Geschmack den Kunden auch beibringen, auch näher bringen, ja. Aber würdest du sagen, weil du gerade das Thema ansprichst, und das ist schon lange ein Gedanke bei mir, weil ich lagere tatsächlich meine Tomaten im Kühlschrank, weil sie bei mir da einfach faktisch länger halten. Aber was ich mache, ist, bevor ich sie esse, also wenn ich sie jetzt zum Beispiel frisch aufschneide und wir essen sie zum Abendessen, dann lasse ich sie halt erstmal stehen, damit sie wieder ein bisschen aufwärmt. Würdest du sagen, das Aroma ist dann ruiniert, sobald sie einmal im Kühlschrank war, oder wird wieder hergestellt? Nein, wird nicht wieder hergestellt. Das ist ein biologisch-chemischer Prozess. Mhm. Sobald eine gewisse Temperatur, in dem Fall bei Tomaten 4 Grad, nicht 4 Grad, eigentlich 6 Grad runtergeht, verlieren die Aromastärke, die Aromastoffe ihre Stärke und werden nicht mehr wieder aufgebaut. Natürlich bleibt dann den Tomatengeschmack auch bestehen, keine Frage, aber nicht mehr so intensiv.
Versuch einmal. Ja. Gib mal beim nächsten Einkauf, gib mal die Hälfte in den Kühlschrank und die andere Hälfte hältst du draußen und du wirst den einerseits werden die genauso lange halten, aber auf der anderen Seite wirst du merken, dass die Tomaten, die draußen waren, viel intensiver schmecken, vor allem viel süßer schmecken. Okay, ja. Good to know. Mhm. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und dann noch die zweite Frage, wenn ich hier schon einen Experten von Obst und Gemüse habe. Kartoffeln im Kühlschrank, kann man die da lagern? Nein. Weil? Kartoffeln nicht in Kühlschrank lagern, weil unter umso kälter sie gelagert werden, bildet sich denn die Stärke in Zucker um. Mhm. Und dann hast du diesen komischen süßen Beigeschmack und der Kartoffelgeschmack beziehungsweise ist dann nicht mehr gegeben. Okay, dann habe ich jetzt noch wieder was zusätzlich gelernt, denn Kartoffeln lagere ich auch im Kühlschrank. Kartoffeln hauptsächlich dunkel, weil umso heller sie sind, jetzt nicht nur, weil sie anfangen zu sprießen, sondern, weiß nicht, wenn sie draußen auch sind, bekommen sie so eine leichte grüne Färbung und das ist entwickeln die Kartoffeln Solanin und das ist dann unverträglich. Kann dazu Bauchschmerzen teilweise führen. Ja, bei mir ist es immer so ein Haltbarkeitsthema, deswegen, ich bin, Feli sagt auch immer, ich bin Mrs. Einfrieren, weil ich wirklich alles einfriere, was geht. Hauptsache, es hält so lange wie möglich. Obwohl ich frisch koche, aber ich bin halt so ein Masseneinkäufer. Ich weiß nicht warum, ich bin in der Generation aufgewachsen, wo man einmal in der Woche einkaufen gegangen ist und dann hat man seine Vorratskammer zu Hause aufgefüllt und die musste dann auch reichen. Vor allem, wenn man einer Großfamilie aufwächst, dann kann man sich vorstellen, wie groß diese Vorratskammer war. Aber so viel zu mir. Ich sage tausend Dank an dich. Das war sehr aufschlussreich und hat sehr Spaß gemacht. Ich finde, ihr macht einen echt sehr, sehr coolen Job allgemein. Mir macht es Spaß, einfach dort einzukaufen. Vielen, vielen Dank für die Lorbeeren, und auch nochmals vielen Dank an dich, dass ich eingeladen worden bin. Es hat auch mir auch sehr Spaß gemacht. Sehr schön, das freut mich. Möchtest du noch Schlussworte, möchtest du die noch übernehmen? An unsere Zuhörer noch eine kleine Memo über irgendeinen Gedankenanstoß oder welches Obst sie doch die nächsten Wochen probieren sollten? Eigentlich geht es mehr darum, dass man mit offenen Augen auch einkaufen geht. Ja, natürlich, bei uns ist es im Online-Supermarkt und man kann halt eben, man kann die eben durchscrollen und neue Sachen entdecken. Aber man sollte mit offenen Augen einkaufen gehen. Und auch wirklich, in dem Fall, wir haben über Regionalität gesprochen, wir haben teilweise über Bio gesprochen und so weiter, wirklich schauen, wo kommen Lebensmittel her, die ich dann einkaufe, beziehungsweise dann zu Hause verzehre. Jetzt auf der einen Seite dazu und auf der anderen Seite auch ein bisschen Mut zu den Neuen. Ja, weil ich weiß, man geht in den Supermarkt hinein, man hat so seine Wege durchgehen und man geht immer an neuen Sachen auch vorbei, unbewusst natürlich. Mhm. Und so kann man dann vieles Gutes quasi vergessen beziehungsweise übersehen. Ja. Also bewusst, Message ist eigentlich, bewusst einkaufen gehen. Sehr schön. Ganz lieben Dank. Auch ganz lieben Dank an alle, die zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal.